Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu dieser Kurzeinführung in Factiva, einer Pressedatenbank der UBE Basel. Wenn Sie auf unserer Webseite der UBE Basel sind und bei Service, Führungen, Schulungen anklicken, kommen Sie auf eine Übersicht und da sehen Sie auch, dass wir Presserecherchekurse regelmäßig anbieten und Sie können sich dort auch anmelden dafür. Jetzt gehen wir mal davon aus, Sie suchen Artikel über das bedingungslose Grundeinkommen, über das wir in der Schweiz vor ein paar Jahren abgestimmt haben, gehen da auf Artikel und mehr, suchen da und finden etwa 300 Treffer. Es sind allerdings vor allem E-Books oder E-Journal-Artikel und Sie wollen ja in der Pressedatenbank recherchieren. Da gehen Sie dazu zu Bücher und mehr, geben Factiva ein, wählen da Uni Basel Online, gehen auf den Titel und klicken nochmals auf Uni Basel, sind dann direkt in der Datenbank drin. Und zwar nur, wenn Sie vor Ort sind oder wenn Sie als Mitarbeitende, Studierende der Uni Basel mit dem VPN-Client verbunden sind. Sie sind also drin, geben nochmals den Begriff ein, wählen hier zum Beispiel nicht nur die letzten 3 Monate, sondern ich wähle da die letzten 5 Jahre, weil in diesem Zeitraum die Abstimmung stattgefunden hat. Sie können hier nach Quellen sortieren oder eben Sprache und hier ganz wichtig bei den Optionen nicht nur in den Schlagzeilen suchen, sondern im gesamten Artikel. Da haben Sie mehr Treffer und können nachher filtern. Ich sortiere nach den neuesten zuerst und gehe mal auf Suche. Sie sehen, dass wir da mehr als 9000 Treffer haben. Die können wir auf der linken Seite hier filtern. Wir könnten nach Unternehmen filtern. Den Quellen machen wir jetzt alles nicht, sondern ich möchte sagen, ich möchte aus der Schweiz Artikel haben. Und klicke da deshalb auf Schweiz und sagen wir mal, ich möchte nicht einen normalen Artikel haben, sondern ich möchte gerne ein Interview, kann da bei Themen ein Plus wählen und da kommt hier unten noch Interview als Möglichkeit. Ich klicke da drauf und sehe da eine Trefferliste. Ich nehme mal den ersten dieser vielen Treffer, habe ihn schon hier unten. Ich kann ihn aber auch als PDF runterladen mit allen Angaben. Ich würde hier den Artikel runterladen, nicht das Schlagzeilenformat. Kann ihn dann öffnen. Und Sie sehen, der gesamte Artikel ist hier, inklusive Wörter, die ich eingegeben habe als Suchbegriffe. Und wenn es Bilder hat, sind die auch noch vorhanden. So viel zu Factiva in ganz Kürze. Wenn Sie mehr wissen wollen über andere Datenbanken oder die gedruckten Bestände, kommen Sie doch an eine Schulung von uns. Ich würde mich freuen. Auf Wiedersehen.